Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Dead Island 2 Stream. Ja, beim letzten Mal haben wir einer Reporterdame geholfen, wo sich ein Schlachter in deren Studio reingeschlichen hat. Mein Controller ist gerade irgendwie so ein bisschen verheddert, Entschuldigung. Und jetzt stehe ich hier, ich habe offscreen mal bei den ganzen Läden mal vorbeigeschaut und mal die Munition ein bisschen aufgefrischt. Und als ich durch die Läden geguckt habe, habe ich gesehen, der hat hier eine richtig krasse Sniper im Angebot. Und wenn ich die aufwerte, könnte die eventuell mittlerweile stärker sein als meine Ultra-Sniper, die ich momentan nutze, die Peggy. Die hat ja 3,5, 2,5. Und hat ja schon zwei Schadensbooster drauf. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn ich bei der dieselben Booster drauf tue, dass die eventuell stärker ist. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde die Wette eingehen. Deswegen kaufe ich die jetzt mal und wir hoffen mal. Ich hätte immer noch so eine Vermutung, wo das sein könnte. Wir suchen ja, wo das sein kann. Von der Karte her, ich denke immer noch, dass es hier hinten irgendwo ist. Nebenbei, Sammlerstücke, nee, Herausforderung muss ich mal kurz gucken. Waffenherausforderung. Mit der Schrotflinte muss ich noch 22 über den Haufen schießen. Also ich werde jetzt bevorzugt erstmal mit der Schrotflinte ballern. Aber vorher meine neue Lieblingswaffe. Erstmal hier oben. Ich glaube, wir haben den Bereich. Ja, wir haben den definitiv. Ich überlege gerade nur, ob ich noch mal eben kurz Schrotflintenmunition hole. I guess this is the place. Yo, Tisha, I'm at the Ram Gate too. Any chance you can get Loading Bay 7 open? Sure can. So the lab's in the building. I'm on my way. I'm gonna find out. See you in there. Hi. CDC guys. Die habe ich gut zerlegt. Muss ein bisschen was aus meinem Rucksack löschen. Improvisierte Schwert sieht eigentlich ganz cool aus. Problem ist nur, dass es kacke ist. Jetzt würde ich es ja mitnehmen. Ich würde gerne nochmal so ein Schwert finden im Gut. Okay, den Sportschlag nutze ich sowieso nie. Ich hoffe mal, dass das wichtig war. Ah, okay, ich wäre dann sonst nicht durchgekommen. Triple Lock. Okay, wir suchen noch was Drittes. Das ist hier irgendwo drin. Okay, damit habe ich's. No more secrets, Doctor. Genau. Eine weitere Axt zum Verschrotten. Ich könnte sie auch verkaufen. Ganz ehrlich, bei Blau lohnt es sich eher zu verschrotten.
Holy shit, was wurde hier denn veranstaltet? What kind of freaky shit were they doing here? Oh fuck. That's the Noah guy. Was I next in line? This is the same thing that tested my blood at CDC HQ. Arm Eater. Armfresser. Das trifft es ganz gut. Das war nicht die schlaue Idee. Ich wollte nur die Teile wegmachen. Ich habe gehört, dem Doktor werde ich eine runterhauen. Hier ist nochmal eine Gerüststange zum Verschrotten. Verschrotte die gleich. Schau mich erst um. The code for this blood drive is Katabasis. K-A-T-A-B-A-S-I-S. Enjoy! Okay. Erst verschrotte ich das hier. Another blood drive, just like on the pier. Wartet, ich pack mich ganz kurz aus dem Bild raus. My turn to be the crazy scientist. Ich hab's aufgeregt. Okay. Well, this is going nowhere fast. The only person who can give me answers is the doc, whether he... Whoa! Hi, Noah. You're looking pretty good for a dead guy. Well, okay, not good, good. Anyway, I was just heading off, so... Dude, Noah! I take it back! You look insane! Ich glaube, wir haben einen Mutanten. Das ist definitiv ein Mutant. Ich packe mich jetzt Bild zurück. Falsche Seite. Ich habe Gefühl, der wird uns den Arsch aufreißen. Nein. Geh mal weg von hier. Wird er davon angelockt? Nein. Nutzen kann ich es trotzdem für mich. Oh, Schrotpatron. Was hat denn der da abgefeuert? Warte mal. Schrotpatron nutze ich. Ich will das nicht. Das ist ekelhaft, was du machst, nur. Jetzt schießt irgendeine Art von Zähne. Das erinnert irgendwie an den Film The Thing, der Film. Ich habe nicht von mir aus das Ding aktiviert. Padre nuestro que estás en el cielo. Strange trust.
Tisha. Zahn, I'm here. Check the blood drive. Goodness, Tisha. All that Krav Maga really paid off. Come on. I know you're in there. Hello again. Please, you have to help me. I'm scared. Kind of freaky, huh? You hit rock bottom. Bounced hard. You're gonna feel that one for a while. Living for the drama, I see. Lola, we got others to cover. I know. But rebirth is never easy. We all needed help through this one. We are rare. Precious. Just tell me, what the fuck am I? We are. Well, Reuben calls us Newman. We are the endpoint. Humanity distilled. I'm sorry. I had to push you hard. There is some cataclysm-level shit coming down the line. It won't wait. And it's not kind. Only Newman, like us, can carry humanity through it. The plague? Reuben's gonna stop it. Make a vaccine. There is no plague. Reuben, he was a good man once. But now he is blinded by desperation. He's not making a cure. Sure he is. He's not making a cure because he can't. No one can. Humans. The autophage. Newman. It's an immense life cycle. A survival mechanism spanning countless eons. And you. We. Are the Omega Point. The fuck does that... I'm just me. You're fucked up, lady. Well, you are in deep denial. And you've had my 2 cents, so go and ask Reuben his. But whatever conclusion you come to, remember... Okay, lass mich doch wenigstens das Ding da hinten einsammeln. Numenfähigkeiten freigeschaltet. Du hast Numenfähigkeiten freigeschaltet und kannst jetzt dein volles Potenzial als Zombiejäger entfalten. Was ist? Das ist noch nicht vorbei. Wenn du am Abfall bist, wird stattdessen eine kraftvolle Explosion ausgelöst, die deine Raserei verbraucht. Kannst du mich an, um Gründe zurückzuhalten. Okay. Und das ist hundertprozentig eine Autofahrerfähigkeit. She was in my fucking head. But she doesn't know anything about me. None of them do. It's time I got the truth from Reed. Eins. So, wo ist unser Heini gestorben? Da müsste doch noch Zeug liegen. Wir haben auf jeden Fall einen neuen Zombie-Typus. Und zwar die Mutanten. Die sind bestimmt auch schon in der Zompedia hier. Ja, die Mutatoren. Warte mal. Laute Geräusche. Also wenn ich die still, leise und lautlos töte, dann machen sie keine Transformation. Verstehe ich das richtig? Frau Tischer uns noch vertraut? Doc? Reed, pick up! Answer me! Shit. I'll make him talk. Wenn sie nicht reden wollen, hilft man nach. No fucking way. That took off from the Serling. Warte, einmal gut zielen. Schade, hab ich nicht runtergeschossen. Reuben and
Tisha just flew out of here. Asshole. He didn't say anything? Not a damn thing. Jimmy's trying to figure it out. Ah, oh, cool. Wish me luck, I'm going in. What's happening, Jimmy? Fucking piece of shit. I know what you did. Hey, dude, take it easy. It's all in there. Reuben, Shatlin, whatever the fuck that is, and your name. Over and over. You all started the outbreak. What? You're fucking psycho! I don't know shit! He kept me in the dark, too. He told me they'd make a vaccine from my blood. I just wanted to get the hell out of here. He killed my city. I should have put a bullet in him. No! Estúpido! We could have found out where he's gone. I know where he's gone. He's flown to some lab on Hollywood Boulevard. Jimmy! What? Everyone's freaking out. We need you out here. All right. In a minute. What should I tell him? You're an actor, right? You're Jimmy Montana, off the TV? So go act like you know what the fuck you're doing. Yeah. Yeah. I'm Jimmy Montana. 9 seasons on the badge. 9 fucking seasons! Hey! Shut your holes, you bitches! Jimmy Montana's in charge now! You tried, Carla, but enough's enough. Time to call it quits. Emma? Emma Jaunt? It's me. You there? Hello? Did your doctor get you out? Nope. He fucked me over. We're gonna make our own way. There's a helicopter in Hollywood Boulevard. And I know a pilot who's your biggest fan. You gotta persuade him to fly. Persuade him to... Hey, if you think I'm gonna fuck some creep so you can fly out of here... Hey, come on, man! You really think I'd ask that? He can get us all out. You just gotta give him a pep talk. He's been living in the sewers for, like, decades. Oh, that's splendid. We'd have more chance on a magic carpet. Everyone's fucked us. The army, the doctor... They're probably recasting you already. Bet they are, the wankers. Okay, I'll meet him. But no promises. He's in the big sewer pipe by your house. I'm leaving now. Can't wait. Okay. Andrea! Andrea! Ah! I need you to pack bags of salmonite. Now, we'll probably get a bit dirty, so nothing too expensive. Oh, but I will need one special outfit, just nothing at the crease, okay? Oh, and I need you to pack some sandwiches. Sam? Warte noch, bis ich mich wieder ein Bild zurückpacke. Pastrami and extra pickle for Sam. I'll take a beetroot hummus with grated walnuts, gluten-free of course, and... Enough! Pack job! Make your own food, clean your own mess! I have had enough to hear with you! Andrea? Put that down. I'll give you beetroot hummus! Ow! Don't throw your shoe at me! Nice arm, Andrea. Oh, so... Es ist lustig, dass sie hier gerade mit anderen. Ich glaube. Sie hat gerade ihre aggressiven 5 Minuten. Janet's right. Some people around here. Hast du noch irgendwas anzubieten, bevor ich losziehe? Ja, Munition. Die darfst du direkt abdrücken. Wir erwarten eine Sequenz, sobald wir bei Emma Jones sind. Deswegen packe ich mich gerade noch nicht ins Bild zurück, weil ich mich gleich sowieso wieder rauspacken müsste. Andrea. Welcome. Good to see you alive. Not cleaning? No. I burnt my mop. It was that or shove it up a certain culo. Madrecita! Culo? You really show them what's what, huh? I must confess.
I raised my hand to Emma and Sam. Not something they'll forget in a hurry. No, they won't. Ah, Emma was such a lovely girl once. Fame has not been kind to her. But perhaps something good can come from all this horror. I hope so. Yes, maybe. I just think perhaps with Sam she can start again. A new Emma? That'd take a miracle. Miracles happen. She gave me this house, you know. What? Really? We will be safe now. For a moment, I saw the old Emma. Gracias a Dios. But, where is she? And Sam? Ah, you only just missed them. After my chancla... Well, they seem keen to leave. They're waiting for you at the sewers. Emma Jones. In the sewers. Ich will da nicht hin. If anything transforms her, that'll be it. Well, may God watch over you all. Whatever happens, you will always be welcome at the Salazar residence. Thank you, Madrecita. Okay, ich werde dran denken. Emma? Sam? Are you there? Hello? You read me? They can't have gotten far. Oh, ich fahren wir. Okay, das tut sie schon, damit ich rechne, dass der aufsteht. Warum kann ich das nochmal zerdeppern? Yeah, I don't have all day. Der hat nicht ein brennendes Etwas. Geht mal nach da hinten. My body count must be crazy by now. And I don't mean like that. Ja, sollte schon stimmen. Das brauche ich. Zweites Leben. Ach so. Was 250 gewartet. Warum schaltet die sich jedes Mal aus? Das heißt, dass ich sie unten gehasst habe. Unter anderem deswegen. War noch ein fauliges Etwas. Emma? Ah, Sam? Must be further in. Konnte nicht richtig hüpfen. Das ist der Sicherungskasten, der mir fehlt. Komme ich denn auf die andere Seite?
Hallo. Ich dachte schon, dass da was rauskommt. Da war wieder so ein Drecksei. Ich hab's nur gehört. So, einen Wasserkanister habe ich reingeworfen, den anderen nie. Erstmal gucken, ob hier irgendwo ein Ventilrad liegt. Hier sehe ich jetzt auch keins rumfliegen. Hier so richtig gut versteckt. So, da die Leitung mal dicht. Jetzt ist hier sauber. Ich glaube, was Nützliches wäre jetzt trotzdem nicht sonst weiter. Erwarte, was zu erwarten ist. Oh, you're here. Stopped by yours first. Andrea said you wanted to get a yes, head start. Well, she really wanted us to stay, but... We have to be firm with her. Hey, who's out there? Patton, it's Carla. What a surprise. Movie star charm, okay? Hey. Oh! Hello. Oh, it's a mess. Everywhere. Ms. John. Oh, there's no need to kneel. Oh. We're not the queen. Call me Emma. Tap on. Patton. And I'm Sam B. You know, who do you voodoo, bitch? Patton, I really need your help. There's a helicopter on Hollywood Boulevard. All we need is a pilot. Oh, no, I can't. You know Omen to Kill? Yeah? Remember how Randy couldn't get back in a car after his crash? But then, when the monster was about to get me, he suddenly shows up in a Camaro and saves me. So cool! I need you to be my Randy. Be Randy for all of us. Okay. Okay, yeah! I'll try, huh? For you. Thank you. I think I remember how to fly. We are going to die in a fireball. Big smiles. Come on. This way for the happy ending. Thank you, kind sir. Don't worry about it. Onwards and upwards, man. Warte mal. Ich mach einmal zurück zum Hauptmenü. Ich will nur eben kurz nachschauen. Zur Not kann ich ja den Weg nochmal zurücklatschen.
Weil ich kann nicht von hier aus nachschauen, wie weit ich bin. Das kann ich nur vom Hauptmenü aus. Ich gehe nur einmal kurz ins Hauptmenü zum Nachgucken, ob wir jetzt wirklich bei 23 von 24 sind. Weil wenn ja, dann würde ich so oder so zurückgehen. Guck gerade auch noch was anderes nach. Um auch immer, mein Pegel hat sich gesenkt. Ne, 22 von 24. Also eine Hauptquest haben wir noch vor uns. Ich bin jetzt auf jeden Fall ein bisschen lauter, deswegen höre ich noch mal rein. So, ich habe jetzt nachgeguckt, wir sind bei 22 von 24, das heißt, das nächste etwas, was wir abgeben, ist danach nur noch Nebenquest erstmal. Das ist der vorletzte Bereich. Wir sind schon sehr nah am Ende von dem Game. Das mit Mike ist nicht deine Schuld. Okay, Gefahr. Waffen, die diesen Vorteil unterstützen, plus 13. Plus 13 was? Achso, ich habe das da unten nicht gelesen. Ich habe nur das rechts gelesen. Ich habe da vorher nie drauf geachtet. Okay, das könnte eigentlich bei jeder elementaren Waffe ganz stark sein. Okay, zwei Waffen habe ich, die man verkaufen kann. Gehen wir mal die Karte hier anschauen. Um Gottes Willen, wir haben einen langen Weg vor uns. Ich überlege gerade etwas, das erwähne ich am Ende des Streams nochmal. Also ich mir überlege, war das nur für Twitch ist. Also was ich mir gerade überlege. I feel cold. You sure you're okay? I can't complain about the flu at a time like this, can I? Die Grippe ist dein geringstes Problem. Ich hab's noch rechtzeitig bemerkt. Yes! Thought it was a red one. After me. Ooh. No, 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 no. We gotta move! Find another way around. Hey, you watch yourself. Ein Schlachter. They can handle it. Okay. So, ich habe gerade noch was. Jetzt konnte ich noch mal anständig reinhören, nachdem ich hier das ja gerade eben ein bisschen leiser gemacht habe. Also mich selber lauter. Ich weiß nicht, warum sich mein Pegel von alleine runtergeschaltet hatte. Let's try this. Pressure's all screwy. Now we got flames everywhere. Warte, welche Waffe hat jetzt Gefahr von denen, die ich jetzt gerade nutze? Die Shotgun und der eine andere Hammer. Warum ist mein Geilo-Messer nicht hier unten? So, das Wasserleitungsventil mir angeschmissen. Irgendwo muss ich das dran packen.
Okay, wieder der Spaß. Ich verstehe schon. Ich muss hier auf 10 kommen. Das klingt überhaupt nicht besorgniserregend. Ich verstehe, was ich tun muss. Wird mir nur nicht gefallen. That's one. Wie ekelhaft. Ach, und jetzt müsste ich das auch noch direkt wieder ausmachen. Na, wenigstens geht das Wasser jetzt. So. Two down. Irgendwie sterbe ich gerade nicht. Oh, hi. Euch habe ich viel zu spät bemerkt. Ich war aber auch leicht abgelenkt, wenn man ehrlich ist. Ah, ich brauche das hier. Die anderen müssen aus sein. Then we're good. Better hurry. So. Nur für den Fall. So, die Gasleitung konnte ich jetzt ausmachen. Ich hoffe, die schaffen es alle durch. Lost so many. Was sagst du, was, Lady? Da liegt auf jeden Fall was für mich. Da kam auf einmal so ein Gastank angeschossen. Sonst noch eine Schoflunte, von der ich wissen sollte. Hier kommen irgendwas beschützen die ja doch, die Dinger. Wieder hinter mir? Irgendwo? Irgendwas Fieses? Ich habe gerade was gemerkt. Als ich gerade mal so peripher aufs Handy gestarrt habe, was neben mir gammelt. So kann man die auch kaputt machen. Schoflinte der Erstaunlichkeit. Ich wäre erstaunt, wäre das auch wirklich eine gute Schoflinte. Die Erstaunlichkeit hätte ich aber gerne auf meine aktuellen Schoflinte. Standbild. Auf der Seite habe ich irgendwo was leuchten sehen. Nein. Mir fällt ein, ich habe ja gerade immer noch irgendeine Karte bekommen. Ach, den vierten Kartenplatz habe ich gekriegt. Kurz gucken.
Jetzt muss ich nur gucken, was packe ich da rein. Nehme ich mal vorerst. Okay, ich glaube, das, was ich gerade genommen habe, ist ganz gut, auch wenn ich es selten nutze. Ansonsten... Das wäre auch noch ganz in Ordnung. Wenn ich einen niedertrete, wären halt meine, wäre meine Schroflinte kurzzeitig stärker. Ich glaube, ich nehme das. Ich würde zusammentrommeln. DVD, die echten, Dead by Daylight. Javier, braucht ihr was? Ich besorge Wasser in Flaschen, Ibuprofen, Dosenzeugs. Oscar kümmert sich um Batterien und Futter für das Feuer. Schert euch nicht um das, was die Army sagt. Okay, die wollen uns nur unterdrücken, wie eine Kuhherde herum kommandieren. Für uns wäre es sicherer an unserem üblichen Treffpunkt. Scheiße, Leute. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Meine Mutter ist krank. Ich kann die nicht allein lassen. Was für ein Kack! Ich sage, ich gehe auf keinen in so eine verpisste Evakuierungszone. Da brennt mir diese Stadt so eins über mit seiner Waffe. Den hätte ich rund gemacht, aber Ed hat mich weggezerrt. Das können die doch nicht machen. Das ist unsere Stadt. Aber sie machen es. Komm einfach hier runter. Ich und Oscar brauchen nicht lang. Wir haben alles nötig, um das durchzustehen. Irgendwann wird uns die Sonne wieder scheinen. DVD-Crew! Auf der anderen Seite auch noch irgendwas? Ich konnte ja noch ein bisschen weiter durch. Nee, sonst war hier nichts. Ist auch schon wieder fallen. Fallen Takt hoch 80. Au, genau die wollte ich entschärfen. Ist irgendwo noch eine dritte Schrotflinte. Oder die hätten sich alle zusammen ausgelöst. Das ginge natürlich auch. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ne? Diese Schrotflintenfallen sind eigentlich immer ganz toll, weil wenn ich mal Munition brauche, dann kann ich da immer ein bisschen was absammeln. Okay, ansonsten scheint hier jetzt nichts mehr zu sein. Ich sehe die brennenden Geher doch schon. Bleib einfach liegen. Ich sollte die doch auch durchs Fenster schießen können. Oh, ich bin zu doof zum Treffen. Noch einer. Idee.
Guck mal, da habe ich den Abteil geleert, bevor ich überhaupt reingegangen bin. Ich hätte natürlich auch die Schauflinte nehmen können, aber das waren Feuerzombies. Hätte die Schauflinte nicht viel gemacht. Ist hier irgendwas? Ich glaube, die haben zu tun. Wo ist das, was ich abstellen will? Okay, nächste Frage. Wo ist das? Der Elektrokasten da. Strom sollte gleich aufhören. Oh, ein schönes Messer. Das ich später verkaufen kann. Hab viel Sachen zum Verkaufen. Nein, nicht wieder angehen, bitte. Ich weiß jetzt auch, warum das gebrannt hatte, obwohl nur Benzin kam. Wegen der Elektroleitung. Okay. Ich soll hier sogar runter. Ich nehme mal mein berühmtes Messer. Ist hier, glaube ich, gerade ganz gut. Wenn ich damit so pieksen kann. Nur für den Fall, dass was von hinten kommt. Ich glaube, die sind gerade sogar hochgegangen. Also war es nicht verkehrt. Ich glaube, die hat Sam schon alle erledigt. Ja, da ist definitiv die Haftgranate auf jeden Fall hochgegangen. Gemeiner Schlachter, bist du ein neuer Typus? Warte mal, warum greife ich dich damit an? Wir wissen doch, die Nagelpistole macht bei dir übelst Schaden. Ja, das war der letzte, der noch in der Liste fehlte. Wird jetzt aber auch nichts Neues im Angebot. Nur der Mutator hat noch was Neues. Aber den treffe ich bisher noch gar nicht. Aber hey, wir haben jetzt jeden Zombie-Typus einmal gesehen. Und noch was zum Verkaufen. Wenn ich noch eine solche Waffe finde, muss ich was verschrotten. Was ist der Unterschied zwischen dem normalen Schlachter und dem gemeinen Schlachter? Das muss ich jetzt nochmal eben kurz gucken. Ach, die Herausforderung sehe ich auch an denen, ja. Ach, der ist wesentlich aggressiver. Sehe ich das richtig?
Ach, und im Gegensatz zu dem anderen Schlachter kann er Blutungsschaden machen. Okay, das ist der Unterschied. Oh, mir geht die Munition gleich aus. Einmal kurz nachladen. Zumindest, was ich nachladen kann. You better be keeping them safe, Sam. Ich glaube, der geht gerade dasselbe durch wie du. Ich glaube, der Sam ist eigentlich auch ein Numen. Hey! Ah, fucking got me. Ach, wenn es nur einer von denen ist. Die sind wirklich immer die geringste Sorge. Ich finde die eigentlich sogar sehr nützlich. Ja, für den Riegel. Oh. Oder ist es nur Tür öffnen? Nee, ist nur Tür öffnen. Da kommt die Army. Ich werf direkt was. Ich weiß schon, gegen wen ich es nutze. Ich habe es gerade eben noch angesprochen mit den Mutatoren, ne? Geh weg von mir, du Ekelpaket. Der Schlüssel zum Wartungsbereich. Ich habe auf jeden Fall mal ein Mutantenherz. Irgendwas zum Verschrotten. Ich glaube, das Messer wird mir den geringsten Preis einbringen. Ne, der Schraubenschlüssel. Die Sturmflinte könnte tatsächlich sogar gut sein. ...2400. Großkaliber und Schadensaufwertung. Boah, ich habe nur Großkaliber drauf und ich glaube, Großkaliber macht so um die 500, so um den Dreh. Na gut, kann man ja so oder so zumindest ausprobieren, ne? Weg. Ich will mich hier umschauen. Ich glaube, wären hier welche von denen, die aufstehen könnten, wären sie schon bei der Faker-Bombe losgelaufen. Januszorn? Okay, das ist noch mal besser. Den nehme ich. Ist sie voll Verteidigungsboost? Ist sie nicht voll Angriffsboost? Das klingt doch mega praktisch. Also hier unten wird es definitiv keine Nebenquest geben, ne? Aber ich kann ja hier Informationen ja trotzdem sammeln.
Wunder solche Karten. Raserei habe ich gleich auch wieder bereit. Okay, es gibt nur die eine Richtung. Ich glaube, die Hälfte vom Weg haben wir damit sogar schon so langsam. Wenn da jetzt nur ein Spind ist und keine Möglichkeit zu verkaufen, würde ich die Dinger tatsächlich erstmal einlagern und dann später rausholen, nur zum Verkaufen. Also irgendeine Schnellreisemöglichkeit werden wir ja nochmal bekommen. Verkauft. Irgendein Hinweis darauf, wo die Kiste sein könnte, von der gerade ganz kurz die Rede war? Wahrscheinlich entweder hier oder hier. Ich kriege auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, meine Waffen zu reparieren und Munition zu machen. Hi there, Constant. Chthonic. Adjective. Of relating to or inhabiting the underworld. From the Greek root meaning earth. Ach, das könnte ich, glaube ich, auch noch in jedem Gebiet absammeln. Die ganzen Scope-Dinger. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. So, erstmal. Bei der Knarre gucke ich erst. Nee, warte. Bei der Sturmflinte wollte ich gucken. So, die Willow-Waffen, die ich später verkaufen will, habe ich jetzt einfach erstmal nur eingelagert. Dann kann ich mir eigentlich aus dem Bild packen, weil jetzt sowieso eine Sequenz kommen wird. Aber schön, dass hier nochmal ein Safe Spot ist, wo ich meine Sachen reparieren konnte. Oder geht die Karte jetzt weiter nach hinten? Nee, hier direkt um die Ecke. Deswegen bleibe ich gerade mal kurz aus dem Bild. Kann ich denen helfen? You got this, guys. Try and meet him down the line. Come on, killer. Sure thing. Just keep doing what you're doing. Ist gut, Sam. Beruhig dich. Okay, keine Sequenz, aber auch in Ordnung. Oh Gott, was ist mit meinem Arm? Ach stimmt ja, ich habe ja den Arsch aufgerissen bekommen von Tisha. Erstmal in der Richtung gucken. Besteht ja auch die Möglichkeit, dass ich Munition hier hinten finden kann. Oder ein Zombie-Schwert, das ich später verkaufen kann. Auch mal hier in die Metro gucken. Der Schaffner hat auf jeden Fall vorher die Schotten dicht gemacht. Okay, ansonsten ist hier nichts drin. Und auch hier außen nicht.
Ach, das Messer ist toll. Ah, noch mal ein bisschen was an Nägeln bekommen. Das ist auf jeden Fall gut. Da war eine Nachricht drin, die ich nicht mal gesehen habe. Nämlich pendeln. Wo steckst du? Du bist schon 14 Minuten zu spät dran. Sorry, bin noch im Zug. Keine Ahnung, was los ist. Es geht gerade nicht weiter. Die meinten gerade, es gibt ein Problem auf der Strecke. Ich komme so schnell wie möglich. Wenn du in 16 Minuten nicht da bist, friere ich dein Gehalt ein. Das ist inakzeptables Verhalten. Ich kann auch nichts dagegen machen. Auf Snap, da heißt es, es gibt einen Aufstand oder sowas. Was ist denn los? Ich arbeite. Und auf der Arbeit folge ich Snap da nicht. Deswegen habe ich auch die Supervisor-Stelle gekriegt. Du kannst ja eine Scheibe von mir von abschneiden. Es gibt einen Aufstand hier in der Stadt und du sorgst dich darum, den Sollten zu erfüllen? Nicht in dem Ton, bitte. Wenn du nicht vor 9 hier bist, kannst du dir einen neuen Job suchen. Ernsthaft, da läuft doch irgendeine kranke Scheiße, wenn mir was zustört. Es beschwerst du dich doch nur, dass ich spät dran bin. Ich kündige, such dir einen anderen Deppen. Jetzt nicht überstört Sonnen, das können wir besprechen, wenn du da bist. Wenigstens einer, der intelligent war. Also ich meine den Pendler, nicht den, der unbedingt wollte, dass der zur Arbeit erscheint. Wenn so eine Scheiße am Laufen ist, dann ist Arbeit das Letzte, an das du denken musst. Dann steht nur noch Überleben auf oberster Liste. Da wird doch gleich 100% die Kacke am Dampfen sein. Den brauche ich gleich. Das war offensichtlich. Vor allem, weil der erst im Nachhinein gespawnt ist. Eine Feuerstoßkarabiner. Okay. Ich find's schön, wie die immer Bye-Bye vorher noch schreien. Immer so nett von denen. Okay, ansonsten ist hier nichts von Interesse für mich. Den werde ich brauchen. Ist doch bestimmt irgendwo ein Hebel, dass ich das abstellen kann. Und er ist 100%ig auf dem Klo. Hast du es denn durch den Boden gekracht und geschafft? Wenn der mir schon die Möglichkeit gibt, ne, dann stehen die auf. Und oops, did I wake you up? Brennbare Flüssigkeit. So, das direkt verwerten. Wie gesagt, nur lila ist interessant. Abstellen kann ich die Leitung nicht, ne? Hier ist noch ein Wasserkanister. Eine Option wäre, mich die ganze Zeit nass zu sprühen.
Ja, ich glaube, das ist auch meine einzige Option gerade. Entweder das. Oder das. Kletter endlich. Wir sind wieder in Ekelhausen angekommen. Damit hatte ich nichts zu tun. Hier ist es zu eng, um dich wegzukicken. Seite irgendwo was? Da liegt was. Der Seismostampfer, eine neue Numenkarte. Das klingt für mich auf jeden Fall praktischer als das andere. Dann hat das Stampfen auch noch mal mehr Sinn. Aber eigentlich versuche ich es ja zu vermeiden, dass ich so kurz vorm Abnippeln bin. So, direkt da oben geht's weiter, ne? Nee, ist noch ein Stück. Yo, it's me. You guys still okay? Hey, it's Emma. Patton's got us into the side tunnel and so far it's clear. We'll have a straight shot through to Hollywood with any luck. How about you? Getting there, you know, just a couple of setbacks. See you on the other side. Be careful. Okay. Da geht's weiter. Hier wird irgendwas sein. Zumindest laut Karte. Laut Karte ist da ein Sicherungskasten. Also irgendwie komme ich da rein. Moin, Muffin Man. Oh, da kommt die Partymusik also her. Kann ich hier drüber? Irgendwie muss ich da doch rankommen. Ach, jetzt darf ich erst. Missing Breaker. Classic. Ach nö. Schnauze halten. Oh, hat das doch lassen. Voltex-Schrei. Eine Karte noch, dann habe ich da alle. Ach, dann, ich kann jetzt auch einfach den Schrei machen. Bisschen elektrisiertes Gehirn. Wie viel Gehirn hat es denn in deinem kleinen Körper? Hey, Breaker. Das Übliche, ne?
kann doch auch einfach mein Messer reinwerfen. Wenn der Strom weggeht. So, die brauche ich. Das lege ich mal kurz hier ab. Ich habe gerade eh keine Sicherung mehr übrig. Ich müsste neue kaufen. Warte mal, die Mischroflinte kann ich trotzdem leeren. Danke für die Muni. Sehr nett von dir. One slip and I'll never need an energy drink again. Okay, auf einmal Parcours. Komm, nimm doch den scheiß Verteilungsding mit. Soll ich den jetzt? Ich schmeiß den darüber. Passt dann schon. Wenn ich den Strom hier ausmachen könnte, könnte ich da rüber. Ist bestimmt irgendwas. Selbe geht für die Tür da. Nothing to it. Ach, hier wäre auch noch mal eine gewesen, oder wie? Ach, wie nett von dir, Spiel. So gütig manchmal. Hey, who invited you? Bumsal! Ja, ich weiß, du kommst angerannt, aber da ist doch eh Elektro. Die werden doch jämmerlich verbrutzeln. Okay, die Elektrizität ist offenbar weg. Weil die Sicherung rausgeflogen ist. Und nehme ich. Der Fall des Lazy Du Bois. Das ist eine längere Nachricht. Tag 1. Ein Typ kommt in mein Büro und dubios bittet mich, seine Frau Lazy auszuspüren. Sie war seit zwei Tagen nicht mehr nach Hause gekommen. Und er ist überzeugt davon, dass sie mit einem gemeinsamen Bekannten durchgebrannt ist. Ich wollte ablehnen, weil sich das Virus ausbreitet, aber er gab mir einen Tausender im Voraus mit dem Versprechen auf einiges mehr, wenn ich sie finde. Damit kann man eine Menge Masken kaufen. Ich habe den Fall angenommen. Tag 2. Die Stadt versinkt im Chaos, Ausgangssperre verhängt. Nicht leicht, sich draußen frei zu bewegen, habe den Manager vom Sterling Hotel bestochen, damit er mit Informationen zum Miss Daisley Dubios letzten Aufenthalt ausrückt. Aber das hat den ganzen Tag gedauert. Musste mich verkrümmen, als die Army aufkreuzte. Alle drehen durch, wollen raus. Ich bleibe, bin eben ein Angelino durch und durch, bis zum bitteren Ende. Tag 3. Der Army aus dem Weg zu gehen, ich habe eine Spur, was die Frau angeht, allerdings eine seltsame. Jemand hat sie auf dem Weg zur U-Bahn gesehen, aber die benutzt sie eigentlich nie. Wenigstens ist es da unten wahrscheinlich ruhiger. Hier oben ist es der reine Wahnsinn. Die Army will sich aus L.A. Evakuieren. Und ich kann mir das einfach nicht vorstellen. Aber wie meine Ex sagt, ich war schon immer ein zynischer Mistkerl. Tag 4. Habe mich an der CDC-Barrikade an den CDC-Barrikaden vorbei in die U-Bahn-Tunnel gemogelt. Wenn Lazy darunter ist, muss sie echt verzweifelt versucht haben zu fliehen. Wobei ich mittlerweile jede Menge Verzweifelte gesehen habe. Echt finster. Allein mein Job hält mich am Laufen. Tag 5. Ich habe sie gefunden. Wenn sie mit jemandem durchgebrannt war, hat sie ihn jetzt wohl aufgefressen.
musste ihr 6 Kugeln verpassen, als sie mich in sich an mich ranmachen wollte. Tommys geimpft ist jetzt zuhauf, wusste ich doch. Den Job stinkt. Ob ich noch den Rest der Kohle sehe? Ich würde nicht drauf wetten, Kumpel. Sehr schön, wenn man die Sicherung auch mal so finden könnte, aber kann ich ja leider nicht. Die sind eh schon gut durchgebraten. Okay, ich glaube, das war die medizinische Station. Ich weiß nicht, wieso du noch lebst, aber ich hab's mal beendet. Ich hab schon wieder ein volles Inventar. Wenigstens habe ich viel zum Verkaufen. Ich muss auf jeden Fall noch mal hier hin, weil ich noch mal da die Sicherung reinsetzen muss. Einfach nur, weil ich jetzt gerade keine mehr übrig hatte. So, das sollte es dann jetzt aber gewesen sein, ne? Ich pack mich mal kurz aus dem Bild. Kann ja sein, dass jetzt was passiert. Weil wir sind ja recht nah am Ende der U-Bahn, oder? Nee, da kommt noch ein gutes Stück. Okay, ich komme wieder ins Bild zurück. Ich dachte, hier wäre jetzt Ende. Die U-Bahn hier, die mache ich heute auf jeden Fall noch fertig. Ich habe gehört, rein da und Raserei. Habe ich das Vorstoßen? Ich dachte, ich hätte das Stampfen. Das war nicht das, was ich machen wollte. Oh, Munition. Munition ist immer gut. Ich glaube, da vorne hat jemand Spaß. Sind hier unten übrigens alle Leitungen geplatzt? Jetzt Schwuppel. Das war doch ein nicer Triple Kill. So schön, dass man das einfach rauserkennen kann, wer von denen nochmal aufsteht. Okay, den einfach auch von Anfang an treten können. Brigitte, aufstehen. Sind schon an der Endstation.
Wo war jetzt eigentlich der Kasten, wo ich den Schlüssel hätte verwenden können? Der war es ja nicht. Der steht nicht auf. Hier sind nochmal ein paar Schrotpatronen. Mit dem Spiel hier kommen wir aber so langsam aber sicher ans Ende, ne? Ich glaube, so viel fehlt nicht mehr. So, ich gucke jetzt hier links rein und danach packe ich mich wieder aus dem Bild. Ekelhausen schon wieder. Wir die Hacke nur eben kurz recyceln. Okay. Spiel überrascht mich. Oh my God! Could I? Yes. How you doing over there, dudes? We're good. Patton thinks we're nearly there. You? Well, I just found a train. It might still be working. Gonna try it right now. A train? Can you drive one? Nö. Random button pushing has worked for me so far. Enjoy your walk. Thanks. Immer wenn ich mit einer Sequenz rechne, da, dann werde ich enttäuscht. Wenn ich nicht mit denen rechne, muss ich schnell Pause drücken. Den könnte ich noch recyceln. Mache ich jetzt aber tatsächlich nicht. Gotta prime the system. Dass ich noch mal ein bisschen was an Munition bekomme. Hier liegen auch noch mal zwei Sachen. Der Herstellungsvorteil. Ach so, Ausdauer, okay, unnütz. Latenter Lasagne. Harmonie deiner Geburt erneuern. Von Ashea Konsens. Der magische Tag ist also endlich gekommen. Und wenn du meine Ratschläge zur Verwendung von Geburtsgesteinen und Geburtsarom verfolgt hast, hast eine wunderbar erhabene Erfahrung gemacht. Vielleicht ja sogar eine orgasmische Geburt, die einigen an Auserwählten vorbehalten ist. Es ist jedoch möglich, dass du nach der Geburt ein wenig an Energie verloren hast und etwas Erholung brauchst. Keine Sorge, ich habe die perfekte Lösung, um deinen Körper wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen. Deine Plazenta ist ein Wunder der Natur. Der Natur. Sie hat den Baby im Mutterleib ernährt und kann nun auch dich beleben. Der Verzehr der Plazenta wird in allen indischen und chinesischen Texten erwähnt. Es besteht kein Zweifel, dass sie als völlig natürliche Gesundheitsbehandlung unglaubliche Vorteile haben kann. Wie genau man die Plazenta kocht, ist, steht natürlich in keinem Kochbuch. In kaum einem Kochbuch. Aber zu deinem Glück kann ich dieses nahrhafte und köstliche Rezept kredenzen. Vergiss nicht, auch deinen Partnern, den Freunden dieses Gemeinschaftswerks teilhaben zu lassen. Plazenta-Lasagne, ich glaube, der würde... erstmal kotzen. Zwei Biotomaten gewürfelt. Einmal mittelgroße Bio-Zwiebel gewürfelt. 14 Bio-Knoblauch zerdrückt. 2 Esslöffel Palmöl. 500 Gramm Plazenta. 250 Gramm Tofu. Italienische Kräutermischung. Und glutenfreie Lasagneblätter. Wir klicken für das komplette Rezept. Warte, ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht. Also ich würde kotzen, würde man mir das vorsetzen.
Kann ich da drauf? Einfach umkloppen. Das ist ein perfekter Raserei-Moment. Sonst noch irgendwer? Kaum was machen. Okay. Da schon eher. Den brauchst du doch nicht, Dickerchen. Tschüss. Kommt noch mal eine Armee? Schade, dass ich nirgendwo draufklettern kann. Oh, Geschenk! Oh, hi. Hey, Lisa. Wie geht's den Kindern? Ja, bye bye. Das ist so schön. Hier sind einfach so viele Environments, die ich ausnutzen kann. That's a lot. Ay, caramba. Es wird noch lustig. Hier ist irgendwo was richtig Böses. Die Arme brauchst du nicht. Selbe gilt für dich. Alter Mädel, wie lange brauchst du zum Nachladen? Gerade fragen, wo bleiben die nächsten? Party ist doch noch nicht vorbei, oder? Hier hängt irgendwie einer fest. Okay, kurz noch rumgucken, nicht, dass ich was vergesse. Da drin wird nichts liegen. Kam ich von da? Von da kam ich.
Okay. Wird schon schief gehen. Weit gereist. Ein weiterer Erfolg. Wir haben nämlich Roadtrip abgeschlossen. Wir sind im letzten Bereich. Hat mir das eigentlich irgendwas gebracht? Nö. Hey, I made it to the station. You guys here yet? Hello? Knew I'd beat them. Ich warte noch. Sieht jetzt nicht so aus, als ob hier was rumfliegt. Und in dem Waggon kann ich eh nicht rein. Fuck! They sealed the platform. Need to get up there somehow. Na, hätte ich nur Versicherungskisten, ne? Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Hier ist nur ein Zonenausgang. Da komme ich nicht rein. Ich hab mich gleich ins Bild zurück. Warum ist immer jede Tür zu? Ah, there's what's blocking the door. Ich hätte wirklich gern noch mal so ein Schnellreiseding, dass ich halt auch noch mal zurück kann. Aua. Okay, überredet. Ich pack mich ja schon ins Bild zurück. Ich rechnete mir eine Sequenz. Wie immer. No juice. Da wartet ein Hipster. Okay, hier ist zumindest das Teil. Ist ja ein Spind. Nein, ich darf mein Inventar nicht mal leeren. Und ich kann die Werkbank nicht nutzen, weil Zombie in der Nähe. Geht dadurch wahrscheinlich. Zumindest noch mal eben kurz Munition hergestellt. Autschen. Okay, warum will ich da Wasser versprühen? Ach so, weil das den Strom verbindet. Manchmal ist es einfach, sie wegzutreten. Ist auch munitionssparender. Ich konnte einsammeln, was ich einsammeln wollte. So. Hey, Zukunfts-Ich. Vergiss nicht, auf dem Heimweg deine Medikamente abzuholen. Sonst, hi, ha. Es ist der Wahnsinn da draußen. Wir brauchen noch ca. 50 Lebende für diese Gruppe. Jesus, was gibt es Neues? Naja, die Behörden sagen, wir sollen eine Ruhe bewahren. Aber das macht mich nur noch nervöser. Du verstehst schon. Ja, es ist total irre. Was sitzt ihr beide hier rum? Außen raus hier, Gas hier, schließ das heute. Was soll das heißen? Das heißt, was ich gesagt habe. Schließ das heute, aber es ist erst 4 Uhr nachmittags. Da kommen immer noch Leute da durch.
Sir, eine Menge Leute wollen jetzt sicher nach Hause. Ja, ich verstehe. Sir, aber Schnauze halten. Außen, das ist ein Befehl. Und ganz oben, ihr Hohlköpfe habt keine Ahnung, unter was für einen Druck ich stehe. Du schließt jetzt sofort dieses verdammte Tor, Sir. Es kann ich nicht. Hey, kommen Sie. Tun Sie das nicht. Oh mein Gott. Sehen die, da bildet sich schon ein Pulk. Sie Facker. Müssen den Leuten sagen, sie müssen zurückgehen oder sie werden zerquetscht. Wir führen nur Befehle aus. Aus Scheiß auf ihre Befehle. Ich gehe jetzt da runter. Das klingt so Yoda-mäßig, wie der da quasselt. Ach, ich sehe das Problem. Und will ich es damit abschießen? Hä? Hab's doch abgeschossen. Ist da noch eins? Und da ist hier außen noch eins, das ich gerade nicht sehe. So, jetzt ist die Tür offen. Gut, aber ich konnte es doch einfach durchs Fenster greifen. Die Verteilerkästen hätte man sich schenken können. Ich wollte gerade fragen, warum kann ich das angreifen? Oh, noch eine Tür zum Öffnen. Oder auch nicht. Wie gesagt, ich hätte gern noch mal so eine Schnellreisestation. Hier hat sich auch wieder irgendwer übergeben. Ich verstehe schon. Oh, da war noch einer. Kriege ich noch mal eine Schnellreisemöglichkeit? Bisher sieht es nicht so aus. Oh. Hey! You made it. You guys had fun. No time for a debrief. Got a mob on our tail. Yeah. Nearly there. I can't do it, not up there! Okay, Patton, listen to me. Every movie has this moment. The hero is tested in the worst way, but they always come through. I believe in you. Come on. Let's do it together. Yo. Just trying to help a brother out. Zombies can't use guns, right? No. So let's get out of here. Whose bird is this anyway? This doctor. I thought he was a good guy. Wanted my blood to cure the outbreak.
But it turns out he actually kind of started it. What? What? Every fucking time! Hey, it doesn't matter. Ancient history. The authorities can figure out all this crazy shit once we're out of here. Works for me. Let's go. This isn't right. The heroes don't run away at the end. They see things through. Real life isn't like the movies. You think I don't know that, huh? The movies show us how we could be. If we were better people. Sam, will you just tell him? Sam! He's burning up. We have to fly him out. Come on. No. I'm staying here. Must be different shit this time. Hollywood Boulevard. Time was I given anything for my name on the walk. So focused on fame, I lost what really matters. You and me both. Emma? If he flips, we got to... Shh. I know. I was trying to run away. I'm good at it. But I got to face this. Find out why Reuben took my blood. Stop him from hurting anyone else. Yeah, now that's a Hollywood ending. Get back in the nick of time. You got it. Eyes open for whoever sniped the pilot, huh? Hey. I believe in you. Yeah, Carla. You're you, and that's all that matters. Okay, Doc. Wherever you are, I'm gonna find you. Okay. Ich glaube, wir sind wirklich extrem knapp gerade vom Ende. Okay, gekauft. We'll just sit here a while. Okay? I'll protect them. No place I'd rather be. Das Buchrotor. Die rechte Hälfte eines Pilotenlogbuchs. Teile der Checkliste sind am linken abgerissenen Rand noch zu sehen. Okay. Grüne Zone. Habe Reed und das Screening-Team zur CDC-Zentrale gebracht. Zwei von denen, Bundy und Saffron, haben sich den ganzen Flug über gekabbelt. Wie die reinsten Kinder. Zwei Stunden später, ich kühle mir immer noch die Füße mit Eispads. Hier erscheint mir mal so gar nicht sicher. Ich hasse es, wenn solche Schlauköpfe das Sagen haben. Wir brauchen Entscheidungen, klare Ansagen, keine Endlos-Diskussionen. Ja, das stimmt schon irgendwo. Okay, USMC Monika 1, grüne Zone. Exfiltration von Reed zurück zum Serling. Nach dem Erdbeben wurde Monika 1 überrannt. Ich musste bisher noch nie wen zurücklassen. Aber Reed ist mein Vorgesetzter. Und wenn ich da nicht die Biege gemacht hätte, wären wir auch dran gewesen. Bin ich froh, dass wir in der Wechsel sein. Ich bin auf dem Dach vom Serling und bewache den Hubschrauber. Keine Ahnung, warum ich oben brutzeln muss, wenn sich direkt unter mir eine vollklimatisierte Penthouse Suite befindet. Andererseits kann ich hier in Ruhe rauchen, ohne dass die Schlauberger im Tränen ausbrechen. Ist schon eine Weile her, dass ich Kontakt zu Reed hatte. Womöglich, dass die alle längst tot sind. Ich habe Rationen für 3 Tage. Ich gebe ihm also 72 Stunden. Dann bin ich hier raus. Grüne Zone HB. Harry plus 1 zu einer provisorischen Bude in Hollywood L.A. gebracht. Dachte eigentlich, es würden mehr mitkommen, aber es waren nur Reed und seine Tochter. Sie war echt ruhig. Muss ein wahres Massaker gewesen sein da unten. Sah von oben auch nicht besser aus. Es hat sich angefühlt, als wären wir die letzten 3 Überlebenden. Die regeln irgendwas. Reed hat mich nicht wirklich eingeweiht, aber das ist schon okay. Mich interessiert eh nur, dass wir raus aus dieser gottverdammten Stadt kommen. Wenn das ehrlich ist, ich werde angemessen bezahlt und den Kies lässt sich so einiges ganz gut vergessen. Reed hat sich schon wieder über den Zigarrengestank beschwert. Jetzt muss ich draußen rauchen. Mir egal, was Reed sagt. Die eine Zigarre mehr wird mich schon nicht umbringen.
Ich glaube doch, die hat dich umgebracht. Also er steht, bring Dr. Reed zur Strecke. Ich hätte nach wie vor wirklich gern nochmal irgendeine Schnellreisefunktion. Ich würde sagen, ich gucke hier noch. Eventuell ist das eine Schnellreisestation. Wenn da keine Schnellreisestation ist, dann mache ich heute länger. Bei YouTube schneide ich das dann einfach in zwei Parts. Und hier liegt einfach eine kurzläufige Schrotflinte. Und dann würde ich sagen, führen wir dieses letzte Kapitel zu seinem Ende. Ist diese Feuerstoßkarabiner besser als meine Karabiner? Nee, definitiv nicht. Also in der Hinsicht würde ich halt jetzt nur nachschauen. Wenn dann eine Schnellreisestation ist, dann mache ich da für heute Schluss. Wir sind am Hollywood Boulevard. Ansonsten schließen wir jetzt heute ab. Okay, dieses Explosionsding ist geil. Okay, der Ablauf von Romeros. Das sieht nach viel aus, ist es aber offenbar nicht. Die Eröffnungszeremonie. Musikalisches Medley an von Philharmonieorchester San Francisco. Einleitende Worte von Hoss Starla und Taylor Moore. Bestes Kostümdesign und Make-up. Gewinner ist Jack is back. Beste visuelle Spezialeffekte. Gewinner Slaymation. Hoss-Segment, Unausweichlichkeit. Hinweis, Kamera unter Tribüne erforderlich. Dort hat Starla einen kleinen Safe für ihre Nummer. Bester Independent-Film. Gewinner Only Death in Texas. Hinweis, Dankesrede via Videofeed. Live-Musik, Sir Trouble, Dead and Day Calm. In Memorienteil, Hinweis, Starla daran erinnern, unmittelbar vor und nach diesem Teil keine Witze zu reißen. Wir alle erinnern uns an den Vorfall im Vorjahr. Bester ausländischer Film, Gewinner, Test und Squelett, Sous Le Poor. Post-Segment, Spoilerwarnung. Mit Rebecca Witt Carter, Hinweis, Kostümwechsel bei Starla und Rebecca erforderlich. Portraits aus Buzzer Beater. Bester Todeskampf. Gewinner Robert Steele. Keine Überlebenden. Beste Nebenrolle. Gewinner Grace Shu. Entwicklerhölle. Hauptsegment. Nächstes Jahr sieht es besser aus. Inklusive Lied von kalifornischer Männerchor. Beste Hauptrolle. Gewinner Tyson Ritt. Auch keine Überlebenden. Award für Lebenswerk. Curtis Sinclair. Ja, wenigstens einen Award hat er. Hauptsegment. Abschlussworte. Film des Jahres. Gewinner Insel der Gelassenheit. Bühnenfeuerwerk und Lightshow. Dann folgen die Credits. Ich sollte vielleicht einfach straight up da hinrennen. Dann kann ich ja direkt nachsehen. Ich denke mal, hier auf dem Boulevard wird sowieso kaum irgendwas sein. Also ich schaue mich natürlich um. Hier liegt noch mal ein Hammer. So, was ich verschrott den einfach sofort. Oh, you are just what I needed. Mit meiner Ausrüstung eigentlich gerade sehr, sehr gut bedient. Da war ein Donut und es sah zum Anbeißen aus. Ich
hoffe wirklich einfach, dass da oben eine Schnellreisestation ist. Weil ich würde halt wirklich gerne noch den ganzen Nebenkram machen. Also die ganzen Nebenquesten. Hier ist nochmal eine Geldkassette. Da brauche ich Starlers Safe-Schlüssel. Ja, wofür ist denn Starler? Finde ich hier in dem ganzen Scheiß jedoch niemals. Frag mich gerade auch, wo die Werkbank ist, die ich auf der Karte gesehen habe. Hier in dem Teil, hier soll die sein. Weil hier, ich sehe hier keine. Geht's hier irgendwie nach unten? Ach nee, die war unter mir. Ja, da ganz unten. Guck ich hier den Weg auch direkt nochmal durch. Auch noch mal ein Schlüssel. Dixie Klo Poltergeist. In wessen Verantwortungsbereich fällt eigentlich die Toilettenanlage für Gäste? In meinen, schätze ich. Irgendein Schmock hat sich in einem der Mobilklos verbarrikadiert, verpestet den ganzen Pavillon und gibt eklige Geräusche von sich. Da muss ich mich drum kümmern. Klingt ganz nach einem klassischen Hoffmann. Können wir den keinen in Ruhe kacken lassen? Keiner wird sich auch nur in die Nähe der Toiletten trauen. Der oder die ist da schon seit Stunden drin. Das ist doch uns doch allen schon mal passiert. Unsere Gäste sind aber nicht allzu vertraut mit dem Konzept von Warten. Und es kann doch bei den Awards keinen Eddie Ortiz mit Defekationsdrang oder einen Grace Schuh mit übervoller Blase wollen, oder? Keiner würde ich jetzt nicht sagen. Dann hast du Glück, dass du das nicht in deiner Jobbeschreibung steht, Nick. Ich schaue mir das mal an, Boss. Und erneut fordert das Klo-Monster der Romero Awards ein unschuldiges Opfer. Ich kenne es aber nur zu gut. Allein wenn du in der Bahn sitzt und einmal aufs Klo gehst, da beschwert sich nur eine Sekunde später irgendwer bei dem Schaffner. Man würde da Stunden draufsetzen, obwohl man sich gerade erst draufgesetzt hat. Also Geduld ist Menschen wirklich ein Fremdwort. Seriously, the fuck are they going? Aus. Die waren alle für die Awards schon richtig gekleidet. Selbst die platzen jetzt, die ich einfach wegkicke. Ist ja richtig geil. So, habe ich Glück. Broken. They couldn't get in this way. Ich sehe jetzt nichts, das sagt. Tisha was holding off the zombies. What was Ruben doing? Da ist jetzt nichts drin, was schreit Schnellreisepunkt. This thing didn't knock itself over. Re-aging clinic? The fuck is that? You'll need more than plastic surgery to fix your issues, Reed. Well, they had a key card. Hier irgendwo muss eine Schlüsselkarte liegen. Ja,
Entweder das oder ich darf mir meinen eigenen Weg machen. Wo haben wir denn hier eine Keycard? Kann ich auch in der anderen Richtung aufmachen? Höchstwahrscheinlich nicht. What? No, this can't be it. Hier ist nur noch meine Werkbank. Come on, gotta be something. Jetzt aber Vorteil. Okay. Sieht nicht so aus, als ob ich hier nochmal die Möglichkeit einer Schnellreise habe, oder? Doch, hier, ich sehe Schnellreisekarte. Okay, hier ist nochmal eine Schnellreisekarte, die kann ich aber jetzt gerade noch nicht nutzen. Okay, Constant. Constant? I thought you'd like to stay informed. Okay. Okay, Transkript. Was machen wir hier, verdammt? Ich mach das eben hier auf... dann erkläre ich es dir. Nein, ich will nicht mehr. Wir haben alle anderen im Stich gelassen. Und du hattest die ganze Zeit einen Hubschrauber hier. Sag mir, was hier läuft. Ich entwickle ein Heilmittel, okay? Dem allen ein Ende zu setzen. Die Ausrüstung ist hinter dieser Tür. Aber ohne dich schaffe ich das nicht, Tische. Nur noch ein bisschen, bitte. Aber dann erzählst du mir alles. Du erfährst alles, Süße. Versprochen. Normal shit. Muss, glaube ich, hier erstmal alles untersuchen. Dann kann ich die One thing out of place. Karte nutzen. Names and IDs, including Dr. Reuben Reed. What is this place? Okay, dann habe ich nämlich doch nochmal die Möglichkeit, vorher nochmal alle anderen Orte zu besuchen, weil wir sind hier wirklich okay, Constant, what's up? Knapp am Ende. Okay. Also ich will halt wirklich ja nochmal alles untersuchen, in jeden Bereich nochmal reingehen. Nah, this is too stupid to be real. Ist hier sonst noch irgendwas? Puta madre. Ach, der Knopf. Really? A secret door? Okay, durch diese Tür gehen wir noch nicht. Ich habe jetzt eine halbe Ewigkeit hier gesucht. Es war dieser Knopf, den ich vorher schon gesehen hatte, aber komischerweise jetzt erst drücken konnte. Mit dem Finale, was hinter dieser Tür wartet, damit warten wir noch ein bisschen. Ich werde im nächsten Stream auf jeden Fall erstmal das tun, was ich schon die ganze Zeit vorhabe. Vielleicht auch in den nächsten zwei Streams, weiß nicht, wie lange ich brauchen werde. Und zwar die ganzen Nebenquesten hier abarbeiten. Warum gibt es hier sogar auch nochmal zwei Nebenquesten? Also, dass ich hier zum Pearson nochmal gehe, zum Venice Beach. Halt all das. In der Kanalisation von Brentwood. Ne, die U-Bahn müsste es sein. Da gab es noch, also die Metro, da waren noch zwei Sachen zum Absammeln. Wo ich nochmal die Sicherungen holen muss. Halt all das. Dass wir eventuell richtig viele von diesen Geldkassetten noch öffnen müssen. Mir würde es aber hauptsächlich um die Questen gehen. Dass ich die noch absammle. Und natürlich auch die Waffen, die ich gerade weggelegt habe. Die werde ich alle offscreen verkaufen. Also das mache ich... Und dann, obwohl, das kann ich auch jetzt noch machen. Ich reise mal nach Bel Air. Zu Emmas Anwesen. Ist egal, bei welcher Tageszeit. Jetzt sind wir hier. Vielleicht sehen wir sogar direkt auf der Karte, wo Nebenquest ist. Ach, direkt hier vor mir. Die kann ich beim nächsten Mal anquasseln. Ich werde gleich noch den Carlos hier die ganzen Waffen verkaufen.
Geh mal ein bisschen weg von denen. So, ich stelle mich hier in die Ecke. Und sag einfach, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich habe jetzt ein bisschen überzogen. Aber wir sind auf jeden Fall sehr, sehr knapp vom Ende. Das kann ich mir auch gut denken, ohne dass ich jetzt nachgucke. Für YouTube kann ich hier an der Stelle einfach einblenden, bei wie viel Prozent vom Spiel ich ungefähr bin. Also auf jeden Fall für YouTube. An der Stelle, Twitch verabschiede ich gleich noch. Wenn es euch gefallen hat, ab und ein Like da lassen. Ein Follow auf Twitch. Hier ist jetzt für heute Schluss. YouTube-Zuschauern, euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Euch, ciao.